Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren zwei Tagesbotschaften für heute und für morgen. Egal wann du das Video schaust, es gilt für heute und für morgen. Wir schauen gleich in die Lennemans. Ich werde drei Überschriftskarten von den Lennies ziehen und natürlich sind heute die Energiekarten wieder dran und ich werde aus dem Stapel natürlich zwei Karten ziehen und du darfst aus dem Bauch heraus schon mal entscheiden, wenn du jetzt schon magst, ob es gleich die erste oder die zweite Energiekarte sein darf oder natürlich auch beide. Das entscheidest du ganz allein, das hat nie was mit Egoismus zu tun, sondern gerade so, wie du es auch brauchst und fühlst. So, dann mischen wir mal die Überschriftskarten und denkt dran, ihr Lieben, ich freue mich immer, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. So, jetzt schauen wir aber erstmal natürlich in die Überschriften hinein. So, dann nehmen wir uns die Karte und die Karte. So, da haben wir einmal die Eulen, da haben wir das Kreuz und den Reiter. Okay, also es kann gut sein, gerade jetzt, wenn du das Orakel schaust, dass du dich so ein bisschen schon, entweder fängt es jetzt an oder du bist schon in dieser Unruhephase, ne, dass du ein bisschen so Stress hast, ein bisschen, ja, ein bisschen kirre bist und so, ne? Und ja, manchmal ist man, manchmal weiß man gar nicht, warum man so ist, ne? Das ist auch mal sehr spannend zu beobachten, wenn man so aufwacht und irgendwas kribbelt in einem und man denkt, ja, was ist jetzt los, ne? Und ja, es ist auch wirklich hier schicksalhaft. Also wir haben das Kreuz in der Mitte. Das heißt hier wirklich, dass das gut sein kann, dass du gar nicht so wirklich weißt, warum, weshalb, wieso. Denn es kommt hier eine Nachricht schnell zu dir. Eine positive Nachricht. Der Reiter ist immer eine schnelle Karte. Vor allen Dingen bringt eine positive Botschaft, ne? Bringt positiven Fluss, bringt positive Aktivitäten, ne? Und es kann gut sein, dass wirklich, vielleicht hast du auch Hummel unterm Hintern, weil du schon lange nichts mehr gemacht hast. Ne? Durch die herausfordernde Zeit konnten wir auch vieles nicht machen. Heute, denke ich mal, ist vieles möglich, auch immer noch unter Einschränkungen, aber wir sind schon wieder viel, viel weiter. Und kann gut sein, dass du irgendwie denkst, oh, ich muss irgendwas machen, ich weiß aber gar nicht was und ich würde dies machen, jenes und noch das andere auch noch, aber ich kann mich gar nicht entscheiden und alleine schon dieser Gedanke, der versprüht Atemnot, wie auch immer. Und schicksalhaft kommt es in Fluss, so wie es sein soll. Ne? Vielleicht bekommst du auch proaktiv hier eine Nachricht, ne, die dich dazu auch durchatmen lässt, wo du einfach deinen Weg wieder findest, ne, wo du weißt, okay, ja, ich bin wieder in der Orientierung, ich bin wieder auf meinem Weg, ne, ich bin sozusagen wieder, ich kann wieder nach vorne schauen, ich kann wieder geradeaus laufen und fühle mich hier nicht so wischiwaschi, ne, und das ist ganz interessant, weil das so, weil schicksalhaft kommt, das ist gar nicht so in der Beeinflussung, ne, es wird irgendwann mal kommen und du wirst, vielleicht bekommst du auch wirklich durch dein Unterbewusstsein, ne, vielleicht bekommst du ein Signal aus dem Außen, ne, vielleicht kriegst du einen Impuls, vielleicht bekommst du auch wirklich eine physische Nachricht oder ein Telefonat, wie auch immer. Ne, oder eine Einladung zu etwas, ne, was dich wieder, ja auch, ich sage jetzt mal, aus dieser Stresssituation auch mal herausholt. Ne, vielleicht bist du auch in diesem Hamsterrad gefesselt und eigentlich solltest du mehr mal an dich denken. Ne, und vielleicht kommt dir der Hinweis oder irgendjemand, der es gut oder die es gut mit dir meint, sagt jetzt, ne, wir machen dies und jenes, ne, also schlägt eine Aktivität vor oder verplant dich direkt. Ne? Also es kann gut sein, dass du das gar nicht so, wirklich nicht unter Kontrolle haben wirst, aber dir wird es auf jeden Fall danach wieder gut gehen. Du wirst hier wieder viel ausgeglichener sein und das ist ja letztendlich die größte Hauptsache, ne, wenn du wieder ruhig atmen kannst und ruhig durchatmen kannst, vor allen Dingen auch. Ja, wir schauen mal, was uns für eine Energiekarte uns diesbezüglich dann auch oder welche zwei uns dann begleiten dürfen. Da kriegen wir dann immer noch ein paar mehr Informationen raus. So, dann nehmen wir uns diese hier. Und die möchte ich noch gerne haben. Und du darfst entscheiden, ob es die erste oder die zweite sein darf. Ich starte zumindest mit der ersten Energiekarte. Und da haben wir die Einsamkeit. Okay, gut. Einsamkeit. Ich weiß, dass ich nie alleine bin. Ja, und das ist das,
vielleicht auch dieses Rausholen, endlich wieder in die Puschen kommen, ne? Entweder dieses, ja, dieses komische Gefühl, was ich vorhin so sagte, manchmal, ne, einfach aufzuwachen, kirre zu sein oder vielleicht wirklich, ja, alleine zu sein oder dieses Empfinden zu haben und deswegen auch nicht wissen, ne, was man machen soll. Vielleicht ist man jemand, der oder die gar nicht gerne dann nach draußen geht oder irgendwo sich ins Café reinsetzt alleine oder eine Aktivität alleine macht, ne? Und das ist total schön, weil letztendlich bekommst du hier schicksalhaft, also es wird sich sozusagen in Anführungsstrichen auflösen, diese Einsamkeit, und du bekommst ja hier, ne, durch jemanden vielleicht da eine Inspiration oder für dich selber, dass du zur Ruhe kommst, dass du wirklich, dass auch dieses Gefühl bekommst, ich weiß, dass ich nie allein bin, auch wenn du vielleicht einsam gerade bist, ne, oder dich so fühlst und deswegen auch manchmal im Stillstand bist, ne, und auch vielleicht, weil du so viel Stress hast und denkst dir, du wirst niemandem gerecht und dir schon mal gar nicht, ne. Ja, das geht jetzt in den positiven Fluss, es geht jetzt in die positive Aktivität, du wirst wieder mehr Optimismus verspüren auch, ne? Du wirst wieder wirklich optimistischer sein, dich mehr wohlfühlen und auch Freude spüren. Und das, finde ich, ist etwas ganz Großes, wenn man wirklich hier so aus Stressphasen oder wirklich aus Oberflächlichkeiten, die Eulen signalisieren ja auch oft Oberflächlichkeit, ne? Also man sagt ja manchmal auch, die sitzen dann auf der Parkbank und quatschen, ne? Smalltalk, und man quatscht über das Wetter und man geht nicht in die Tiefe, ne? Solche Gespräche können das auch sein. Und es kann auch gut sein, dass du das auch leid bist, ne? Dass zwar das eine oder andere Gespräch schon mit Menschen sich aufgetan haben oder vielleicht auch mit Menschen, die dir am Herzen liegen, aber man bleibt einfach an der Oberfläche, ne? Man kommt nicht weiter. Man möchte so gerne mal tiefere Gespräche führen, ne? Und auch, das ist ja auch ein Punkt, wo man dann auch eine Zugehörigkeit verspüren darf. Wenn ich natürlich immer an der Oberfläche bleibe, dann bin ich natürlich auch für mich in der Reflexion, dass ich dann auch nicht wichtig genug bin. Und so ist es ja letztendlich auch. Müssen wir uns halt, ne, ich sage jetzt mal auch, da können wir ruhig der Wahrheit da ins Auge schauen, weil es ist so. Außer natürlich sind Personen, die einfach wirklich auch gestresst sind und gerade keine Zeit haben. Es können ja Lebensumstände sein. Da darf man nicht zu hart sein. Ne? Aber ansonsten natürlich, wenn man im Supermarkt, an der Kasse etc. oder beim Bäcker ein Gespräch führt über das Wetter, ja, dann ist man natürlich in dem Moment noch nicht so wichtig der anderen Person. Aber du sollst ja auf jeden Fall auch durch den Reiter das Signal bekommen, es wird jetzt wieder in den Fluss gehen, du wirst wieder ein anderes Lebensgefühl bekommen und das schicksalhaft auch. Ne? Du wirst wieder wirklich da auch für dich sagen können, ja, es geht jetzt wieder auch bergauf und ich gehe auch raus, bin auch mal proaktiv bereit, jemanden vielleicht mal anzusprechen und mal tiefere Gespräche zu führen. Ne? Vielleicht spreche ich einfach mal ein ernsteres Thema an oder. Ne? Aber auf jeden Fall wichtig ist, dass du hier rauskommst und zu dir auch findest, ne? Und auf jeden Fall auch diesen Fluss auch spürst, dass es auf jeden Fall positiv nach vorne geht. So, und die zweite Energiekarte, da haben wir das Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugutekommen. Ja, und das ist das auch vielleicht hier, ne? Wenn ich hier so ein bisschen an der Oberfläche bin, wenn ich gestresst bin, wenn ich nicht weiß, ne? Gerade nicht weiß, wo vorne hinten ist oder ja, ich fühle mich einfach nicht gut, habe komische Gefühle in mir und, ne? Das ist natürlich auch, das Selbstwertgefühl ist dann auch nicht gerade, ne, auf 360, ne, oder 360 ist ein bisschen blöd gesagt, aber ich sag mal, von der Skala von 1 bis 10 ist das Selbstwertgefühl dann auch nicht bei 10, ne? Und da ist es auch wichtig und das Kreuz ist auch schön daneben, dass es so wirklich schicksalhaft hier so viel in den Fluss kommen möchten. Auch du, deine Selbstliebe auch. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugutekommen. Ja, sei mal da auch mal selbstbewusst. Ne? Hier kommt wirklich bei mir ganz viel Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Geh nach vorne, ne? Und igel dich nicht ein oder bleib nicht immer nur an der Oberfläche, wie die Eulen das so gerne auch signalisieren. Ne? Man kommt da einfach nicht tiefer, weiter, wie auch immer, ne? Sondern geh den Schritt. Ne? Und letztendlich die Karten sagen dir, schicksalhaft geht es hier weiter, schicksalhaft kommt es in Bewegung.
Auch mit Sicherheit durch andere Personen, wenn du das gerne wünschst. Ne? Aber wichtig ist erstmal, dass du bei dir halt aufräumst, ne? Dass du im Inneren schaust, ne? Was tut dir gut, was möchtest du für Aktivitäten zukünftig machen. Ne? Manchmal sind die kleinen Schritte die ganz, ganz großen, die wertvollen. Weil wichtig ist erstmal raus auch zu gehen, aus seiner Komfortzone raus, diese Schutzmauer auch mal zu verlassen, ne? Und sich selbst zu stärken. Und wenn man auch wirklich, ich sage jetzt mal, im Umfeld jetzt Menschen hat, die einfach keine Zeit haben oder gar nicht diesen Bezugsmenschen hat, dann ist es wichtig, auch proaktiv mal zu schauen unter, weiß ich nicht, irgendwelche Social-Media-Gruppen oder halt wirklich draußen im Park auch mal, ne, da sitzen auch alleinstehende Menschen und dass man vielleicht mal einen Smalltalk anfängt, ne? Der aber dann auch weitergehen kann, wenn man es möchte. Ne? Vor allen Dingen aber wichtig ist für mich, das Signal dafür dann zu setzen, dass ich mache Schritte. Ne? Und ich mache Schritte bewusst, dass ich auch gerne ja, wieder zu mir finden möchte. Ne? Und ich möchte vielleicht auch nicht immer nur im Stillstand sein, ne? Sondern ich möchte was bewegen. Und das weißt du am besten, was da für dich so ja, Punkte sind, die dich mal aus der Komfortzone vielleicht mal rauslocken und da mal so wirklich auch mal zu sagen, ganz bewusst, ich mache das jetzt, ne? Und schau mal, passieren kann dir doch mit Sicherheit nichts. Du musst ja nicht bei der größten Herausforderung anfangen. Fang klein an, Schritt für Schritt, dann kannst du auf jeden Fall hier aufbauen und kannst selbstbewusst nachher auch sagen, dass ich habe so viel zu geben im Außen auch für andere, ne? Oder mit anderen und ja, und das wird dir immer mehr Kraft und Energie auch geben, das auch zu verwirklichen und zu realisieren dann auch letztendlich. Und das sind so Sachen, ich bin mir sicher, jeder von uns hat auch noch so Punkte in sich, ja, die raus möchten, die gelebt werden möchten und die anderen so viel geben würden, ne? Aber vielleicht hat man keine Zeit dafür oder man traut sich wirklich nicht, ne? Sondern, aber dann fang irgendwo in ganz kleinen Schritten an, weil das baut dich hier auf und letztendlich hast du mit den Karten schicksalhaft möchtest, auf jeden Fall auch in den Fluss kommen, was auch immer und welches Thema auch immer, ne? Ob du wirklich deine ganzen Kindheitsthemen nochmal aufarbeitest, ne? Und für dich, für dein glücklicheres Leben, für dein Selbstwertgefühl, für das, was du nachher wirklich auch Freude und Glück wieder ausstrahlen darfst. Und das verdoppelt sich ja dann auch im Außen. Ne? Und es ist so wirklich ein ganz schöner Prozess auch letztendlich. Ne? Und auch für einen selber das auch zu beobachten. Ihr Lieben, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in 2 Tagen hier wiedersehen. Bis dann, alles Liebe, tschüss.